Und er geht schon wieder in die Knie. Hallo und wieder recht herzlich willkommen bei den Fallout Legends zu einer neuen Folge. Und diesmal lese ich aus dem TS vor. Zu meiner rechten Seite die First Lady, die Cassidine. Hallo. Und dann haben wir die Pressesprecherin des Weißen Hauses, die Ingrid 5O. Hallöchen. Und dann haben wir die Frau Dr. Tiffany. Hallo. Du bist aber nicht hier jetzt, ne? Oder habe ich hier Hallos? Ich bin bei deinem Haus. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, Tiffy, wir sind bei Mayonic in seinem Atrium und haben uns hier sein Mottmann-Museum, sein zukünftiges, angeschaut. Ich habe ihn gerade inspiriert und ja, das wollte ich gar nicht. Mayonic, ehrlich, tut mir leid. Zu spät. Zu spät. Also aufgrund seiner Ideen hier mit den Kultisten, wir sammeln ja auch immer die Kultisten durch, ich habe ja bestimmt schon mitgekriegt, alle liebe Freunde, die ihr diese Videos schaut, dass wir auch als Team für den Mayonic sammelt, also der sammelt Kultistendolche. Danke, übrigens nochmal. Legendäre natürlich, klar, damit die sollen auch nach Möglichkeit alle so andere Funktionen haben, Eigenschaften, sag ich mal, haben. Ja, dann will ich weitermachen, dann begrüße ich im Weiteren den Herrn Siebenstein. Schönen guten Abend. Den Amamuro. Den Blindmann Nummer 1. Hallo. Den Stick 01. Moin Moin. Den Mayonic selbstverständlich. Hallo. Den Jessgnome. Den Robby 527. Bitte miteinander. Und den Tom C. Weber. Hallo. Ihr seid auch hier, ne? Ja, nee. Amamuro sitzt da unten in der Betstellung. Nee, okay. Ja. Als nächstes. Genau, ich sehe ihn. Jetzt sehe ich ihn. Ja, du siehst das, wenn du im Fotomodus bist, dann siehst du immer keinen Namen, Tom. Das ist das. Nee, alles gut, prima. Es ist der Hammer. Also so sieht das aus. Da ist Frau Dr. Tiffany. Jetzt hat sie es hergeschafft. Ja, es ist schon verwirrend. Durch die Bunker hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben den Mayonic hier so ein bisschen angezündet, haben ihn so auf den Trichter gebracht hier, weil er, habt ihr im letzten Video gesehen, vorne, also das Foyer hat er ganz toll gestaltet und es ist schon, wow, also das gefällt mir auch schon sehr gut. Als nächstes wollten wir welches Camp besuchen? Was hatten wir jetzt gehabt? Blindmann. Den Blindmann wollten wir besuchen, genau. Ach ja, da verrate ich auch noch nichts. Aber es wird, ich sag mal, sehr passend für die Fallout Legends, weil wir öfter Raketen starten. Mehr sag ich nicht. Gut, dann begeben wir uns alle zum Blindmann Nummer 1. Bernd, bist du schon da? Nö, ich flieg jetzt los. Gut, du brauchst kein Licht anmachen da, ne? Mayonic musste erstmal überall die Hauptschalter betätigen. Ja, voll. Und überall erstmal Licht einschalten. Also coole Camps. Also meiner Meinung nach, Leute, fantastische Camps. Und ihr könnt auch ruhig mal ein paar Meinungen da lassen, wie ihr die Camps findet. Es steckt wahnsinnig viel Arbeit da drin. Also wirklich, ihr müsst immer bedenken, die Leute machen das in ihrer Freizeit. Ich bin gerade eben festgebackt in seinem Fundament hier. Und ich sehe, guck mal, da kommt das Team. Die wachsen alle. Das sieht so ein bisschen, ja, komisch, ein bisschen komisch sieht das aus, Robby, wie du gerade in Amamuro und in Mayonic drin steckst. Na, kommt ihr nicht raus, Leute? Ich wink mal. Hier, kommt raus, Leute. Ja, kommt raus hier. Ja, muss deinen Campautomaten irgendwie mal ein bisschen anders setzen. Ich habe das auch gemacht. Und trotzdem hat das nichts gebracht, Bernd. Ja. Gut, Bernd, irgendwelche besonderen... ach, du hast dir das einfacher gemacht. Was besuchen wir jetzt zuerst bei dir, Bernd? Gleich das Atrium? Oder ist das andere... Ja. Das Foyer hatten wir das auch noch? Das hatten wir im Livestream. Nee, du, das hatten wir... Ja, dann gehen wir jetzt gleich mal ins Atrium. Alle da? Gut, ich will nicht mehr der Erste sein. Also ich war begeistert, als ich das gesehen hatte. Ist natürlich alles streng geheim. Oha. Ne? Also streng geheim, weil das ist eine Basis, eine ganz wichtige Basis der Fallout Legends. Von hier aus werden die, eine Freundschaftsanfrage habe ich erhalten, danke. Von hier aus werden, oh, na selbstverständlich, gerne. Von hier aus werden die Raketen gestartet. Und da sind wir. Ich weiß, guck mal. Oh, du hast dich schon vorbereitet, ja? Zur Zündung. Boah, heftig. Das ist,
Also von hier aus, das ist letztendlich unsere Zentrale, die Zentrale der Fallout Legends, wo die Raketen gestartet werden. Hier oben ist die Zentrale. Hier sitzen im Prinzip die Mitarbeiter, die für die Daten verantwortlich sind, für die ballistischen Berechnungen, letztendlich für die Zielzuweisung, für die Zielführung der Rakete. Habe ich recht, Blindmann? So sieht's aus. Gut, General. Perfekt. So, dann haben wir natürlich hier die Serverschränke. Das sind hier Serverschränke, sehe ich gerade. Und natürlich hier Spinde, selbstverständlich. Gut. Dann, ich will das gar nicht alles auf einmal hier so sofort zeigen. Ich finde das genial hier. Ich gehe mal ein bisschen rückwärts. Nein, ich bin runtergefallen. So, ich drehe mich mal so um. Also hier, von hier aus wird der Start beobachtet und auch eingeleitet. Und dann haben wir hier natürlich das Wichtigste, die Rakete. Es ist noch ein bisschen im Bau befindlich, sagte uns General Blindmann. Und ja, die Klappen sind schon offen. Das heißt, sie wird natürlich noch nicht starten. Die Rakete wird vorbereitet für einen Start. Es ist schon alles angeschlossen. Betankt ist sie schon, ne? General Blindmann? Alles klar. Läuft schon warm. Läuft schon warm, alles klar. So, hier hat man natürlich den ganz normalen Rundgang. Hier oben das Dach wird dann dementsprechend geöffnet. Die Klappen sind hier auch schon geöffnet. Hier sitzt der Ingenieur dran, der dann letztendlich im Prinzip den Code eingibt für den Start der Rakete. Also von hier, die Zentrale beobachtet im Prinzip die Flugbahn und die Zielzuweisung. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Tor geschlossen wird. Ei. Könnte das natürlich sein, dass die Rakete eventuell doch noch gleich starten wird. Von hier oben können wir tatsächlich mal reinschauen und den Gefechtskopf da oben betrachten. Ist natürlich ein Nuklearsprengkopf, wenn ich mich nicht irre, richtig? Selbstverständlich. Der wird von hier oben programmiert, alles extra, damit kein Fehler passiert und natürlich auch, damit hier auch keine Sabotage geschieht, wird die Rakete von drei verschiedenen Stellen aus im Prinzip dekodiert. Gut. Perfekt. Richtig toll. Ja, muss ich auch sagen. Hier wird natürlich wahrscheinlich die Chefetage sein oder das Ingenieursbüro. Ey, Bernd, Respekt, aber das habe ich dir ja schon gesagt. Ich darf mal hier ein bisschen näher reinluschern. So ein bisschen zeigen. Ihr dürft ja ruhig mal ein bisschen abgucken hier, wie er das hier gemacht hat. Also, die Rundumleuchten hier, also Respekt. Ich habe das ja gestern Abend schon sehen dürfen, aber das Ganze erhält natürlich auch dementsprechend mein Wow. Der Ammo ist gerade dabei. Ich hier drin immer. Was bist du? Hast es hier auch noch nicht geschafft? Ich weiß nicht. Ach, der Sieg. Ich war jetzt gerade bei Cassie, aber ich nein, da ist falsch. Wir sind ja bei Blindmann. Das macht gar nichts, Tevi. Das ist alles kein Problem. Wir sind bei Blindmann und Blindmann ist in der Nähe von... Ja, da bin ich. Aber hier verlaufe ich mich immer bei Blindmann. Nee, du brauchst bloß links eine Seite, der hat zwei Türen und das ist Atrium. Du gehst nicht in den Bunker da rein. Dann funktioniert das auch letztendlich. Die Musik kennt ihr ja schon alle. So. Alles klar, wir nehmen mal Kontakt. Perfekt. Ja, also Respekt, Bernd. Also da, wo die Käse stand, da gehe ich jetzt durch. Wir warten nochmal auf die Tiffy. Ja, da kommt sie, sie hat es geschafft. Die Teamärztin hat es geschafft. Und mit dem weißen Kittel fetzt das natürlich. Bernd, hier mit solchen weißen Kitteln dann hier eintreten und dann dementsprechend hier den Raketenstart vorbereiten. Das werden wir natürlich auch mal zeigen in einem Roleplay. Dann werden wir hier einen Raketenstart vorbereiten. Und die Idee ist folgende. Wir werden hier den Raketenstart als Mannschaft vorbereiten, während ein Teammitglied natürlich schon ein Silo macht und eine echte Rakete in diesem Fall hier in diesem Spiel startet. Und dann werden wir von hier aus runterreisen zur Brandbestie. Bernd, da musst du aber noch ein paar Effekte einfallen lassen mit Geräuschen und was weiß ich. Oh, ja. Es fehlt eigentlich noch so viel, ne? Ja. So ein Dauerflammenwerfer, den man da unten anmachen kann oder sowas in der Art, weißt du? So eine Blitzmaschine oder so, keine Ahnung. Ja, muss unten machen, Ammo.
Unten drin an der Rakete. Kannst du da von der anderen Seite? Ja, irgendwie so. Ich dachte gerade, ich bin hier drin gefangen. Ja, nee. Aber nee, bin ich doch nicht. Hast du gut gemacht, Blindmann. Ja, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Das sieht man nicht. Nee, leider sieht man es nicht. Ja, jetzt. Man sieht es unten durch. Ja, unten durch, das passt. Also solche Effekte werden wir natürlich noch hier machen. Ja, jetzt sieht man das. So in der Art und Weise. Genau dieses Geräusch. Ja, da lassen wir uns natürlich für euch was einfallen. Ammo, das passt. Das passt tatsächlich vom Sound her. Da lassen wir uns natürlich was einfallen. Wir werden natürlich hier ein Roleplay durchführen. Dann wird eine echte Rakete von einem Teammitglied gestartet. Und dann werden wir von hier aus dementsprechend alle zur Brandbestie runterreisen, wenn die Alarmzentrale eingerichtet ist und so weiter und so weiter. Ja, da gibt es noch einiges zu tun. Bernd, habe ich dich gerade angezündet? Du weißt, was du zu tun hast. Tut mir leid. Ja. Aber hier kann man ein kerniges, geiles Roleplay auch durchführen. Ja, kann ich auch nur sagen. So in der Art und Weise. So bei Mayonic, da können wir dann so abenteuermäßig dann uns was einfallen lassen. Tiffy, konntest du dein Zelt jetzt, dein Camp platzieren oder noch nicht? Doch! Nö. Na klar steht dein Camp. Doch, da steht's. Mittlerweile steht's da. Yay! Dein Atrium hattest du ja auch schon eingerichtet, ne? Das könnten wir uns ja auch nochmal anschauen. Dann können wir nochmal alle zu Frau Dr. Tiffany reisen. Gut. Schwester Rabiata, alles gut? Tom, sieh, guck mal. Die Schwester Rabiata, die leuchtet so am Hals. Tom C., du hast zu viel Make-up aufgelegt. Buddy left your channel. Okay. Den Jazzgnom hatte ich übrigens auch vergessen in der Vorstellung. Tut mir leid. Also es ist, ja. So, dann reisen wir zu Tiffany. Der Eingang ist links neben dem Eingang. Ah, wir werden links neben dem Eingang, alles klar. Also erstmal Bunker und dann... Ich reise vor, ihr könnt dann hinterher reisen bei mir. Ihr müsst ja nicht alle Kronkorken ausgeben. Im Bunker hinten rechts geht's ins Foyer und vorne links geht's ins Atrium. Wie ihr wollt. Ja, okay. Unbedingt. Wir wollen. Unbedingt. Ja, wie ihr wollt, könnt ihr laufen. Sie hat natürlich auch ein sehr schönes Wassergrundstück, aber wie gesagt, es steckt immer eine Menge Arbeit da drin und deswegen sind einige noch nicht fertig oder haben teilweise gebaut. Ich gehe mal hier unten. Ach, durch den Versorgungsbunker kann man auch gehen, vorne, ja? Da muss man durch den Bunker, alles aber klar. Im Bunker drin ist hast vorne zwei Türen. Atrium und hinten rechts ist... Da war ich ja fies, bei mir kommt man nur da durch. Danke, Robby. Also, wow, ne? Hier vorne alleine schon sehr gemütlich, auch sehr mädchenmäßig gemacht, finde ich sehr gut. Ich werde mal klingeln. Ja, bitte eintreten. Also hier könnt ihr die Fallout Legends natürlich auch mal richtig schön gemütlich machen, also. Perfekt. Sehr schön. Haben wir dein Foyer, hatten wir das schon gezeigt? Wow. Keine Ahnung. Ich guck da jetzt mal rein. Ist ja egal, ich guck mal ins Foyer rein. Wow. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Ist aber nichts mädchenhaft, ist so. Nee, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch eine coole Idee, ja. Ja, ich mag das auch mit diesen Pflanzen hier drin. Das gefällt mir ja, das. Ach ja. Oh, die Katze gefunden. Ja, sicher. Auf der anderen Seite, das habe ich nicht geschafft. Ja, also... Hier ist mein Sternzeichen gerade. Zweimal abgebildet. Perfekt. Wenn man hier so durchs Fenster luschert. Ich zeig mir mal alles. Ne, Tiffy, nicht wundern, dass ich so langsam bin. Ich will das ja alles demonstrieren hier. Das gefällt mir auch mit dem Flügel in der Ecke. Und hier auch. Ja, ist so ein bisschen eine Symmetrie reingebracht. Ja, genau, damit man hier links und rechts nicht vorbeikommt. Das ist auch eine gute Idee, siehst du?
da kommt man nicht auf den Gedanken, dass man da reinkriechen muss in den Versorgungstunnel. Das will ich nämlich auch nicht, das will ich auch verbessern. Ja, das habe ich überall zugemacht. Licht auch. Ja, das finde ich auch sehr gut. Aber das ist jetzt erst das Foyer, ja? Ach du Scheiße. Ja, genau. Gott, oh Gott. Das sieht auch sehr gut aus. Ach, hast du hier, das sieht aus, als wenn da eine Glaswand hinter ist. Nee, keine Klasse. Hast du auch sehr, ja, auch sehr gemütlich gemacht, so für die Fallout Legends, sich mal hier hinzusetzen. Also hier wird uns definitiv auch was einfallen, dass wir von hier aus natürlich auch einige Aktionen starten, beziehungsweise das wollen wir ja. Wir wollen unsere Bunker, sprich Schrägstrich Unterkünfte, mit einbeziehen in unsere Roleplays. Also Respekt, Tiffy. Gefällt mir sehr, sehr gut auch. Ja, und dann kommt man natürlich. Ja, komm mal weiter. Wieder jetzt raus. Er hat die Tür aufgemacht. Majonek hat mich hier ein bisschen verwirrt. Jetzt treten wir ins Atrium ein. Guck mal, das mit diesen. Das werde ich bei mir an der Seite machen, die Heuballen. Das passt ja in mein Weihnachtsbannerhaus. Siehst du, so hole ich mir Ideen. Ja, weil ich nicht wusste, was ich da runter mache. Ich. Nee, ich was passt. Ach so, das. Wow. Oh ja, danke. Ja, so, das ist, ich sag, aber am Baubudget bist du noch nicht angelangt, ne? Nein. Ja, das fetzt ja auch. Das ist so puppenstubenmäßig, wenn man hier von der Seite reinguckt. Das gefiel mir schon. Ich habe das ja schon mal gesehen. Ach und so. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt ich habe. Rückwärts gehen. Nein. So. Ich weiß nicht, ob ich das schon im Livestream schon mal gezeigt habe. Guck, hier hat sie ihre ganzen Werkbänke und Kochstationen hingebastelt, ist ja genial. Also, wow, ja. Ich will nicht handeln. Muss nicht handeln. So, guck mal, hier können wir auch schön sitzen. Hier können wir mal so eine richtige Fallout Legends-Fete abhalten. Hier so Silvesterparty machen oder sowas in der Art, hatte ich gedacht. Das ist ja genial. Und das sieht hier immer aus, Tiffy, das sieht aus wie Fahrstühle. Das ist eine coole Idee übrigens. Das sieht aus, als wenn hier Lifte hinter sind. Deswegen habe ich beim ersten Mal neugierig geguckt und habe so gedacht, da hat sie ja bestimmt so eine Idee für einen Lift gehabt oder so. Also einfach nur Türen. Ja, aber genial. Ich mache das hier mal aber von der Seite und zeige das dann auch nochmal von oben. Ach ja, das fand ich schön. Ja, ich weiß nicht, ob ich das im Livestream schon gezeigt hatte, aber die Zuschauer werden mich daran erinnern. Also Tiffy, boah. Auch hier. Dankeschön. Top. So, jetzt steige ich hier nochmal aufs Dach. Da gucke ich noch nicht rein, da oben. Das hast du auch schon eingerichtet oben, ne? Ja. Gut, also so sieht das von oben durchs Dach aus. Und so sieht das aus, wenn man noch nicht am Bauvolumen angekommen ist. Genau. Wie viel hast du noch übrig? Ein Viertel. Ein Viertel, na du Gute. Dann hast du ja noch. Ein Viertel habe ich noch. Oh, bei mir ist wirklich, ich kann nicht mal mehr einen Teppich hinlegen oder eine Kerze hinstellen oder sowas. Oder einen Pappaufsteller. Ja, hast du gut ausgenutzt hier auch. Aber ich habe mich unten ja auch ausgelassen. Das fetzt da hinten ja auch an der Wand hier. Mit den Köpfen hier. Passt sehr gut hier. Ja, hier ist auch schön zugemacht. Coole Idee. Ja, mit dem Vorraum. Ach ja, hier geht's ja noch. Ach, das ist ja auch gemütlich gemacht. Das finde ich ja auch immer pushig. Bloß wie gesagt, ich hatte auch so eine Idee gehabt, so eine, und dann doch nicht und genial. Ach, das ist so. Ich schenke dir aber noch neue Möbel, Tiffy. Ja, kein Problem. Das machen wir nochmal. Ne? Dann kommt hier dieser Schreibtisch. Da kriegt die Tiffy dann noch andere Möbel rein. Finde ich aber trotzdem schon mal gut gelöst. Also genial. Und sehr gemütlich. So, wenn du hier reingehst und dann kommst du hier oben rein. Das. Ja, na klar. Robby im Bett. Esserin hat gestern gesagt, dass da hinten, wo du gerade gestanden bist, ist die Valentinstagsecke. Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Das meinte er damit. Ach so. Genau. Weil dein das Herz an der Seite hängt. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ach, jetzt verstehe ich das. Ja, ich habe ihn immer gehört, konnte mir mal das nicht erklären. Deswegen, und dann bin ich auch mal irgendwie von abgekommen. Nee, gefällt mir auch sehr gut. Also von hier, also hier wird, das wird natürlich alles, sämtliche Camps werden dann mit ins Roleplay einbezogen. Ja, Tiffy, sehr schön. Hast ja auch sehr viel Mühe gegeben. Ja, noch jemand so?
wo man mal schauen kann, wo er schon seine Ideen umgesetzt hat. Nee, ne? Keiner weiter. Tom, Tom C., hast du schon was gebastelt bei dir? Ich habe noch nichts gebastelt. Ich wollte mir jetzt mal von hinten angucken. Du rennst die ganze Zeit immer rückwärts. Kenn ich doch schon, verrückter Kerl. Ah, Tiffy, hier unten hast du ja noch Platz. Ich hab's gesehen, Tiffy. Hier kann man durchluschern, durch die Treppe. Und wo ist der Lichtschalter? Hier kannst du aber noch ordentlich bauen, du. Aber man weiß nachher gar nicht mehr, ne, Tiffy? Richtig. Ja, das stimmt. Ich habe auch überlegt. Also, oh, ich hatte auch alles voll und wieder abgerissen. Dann fand ich das zu übertrieben. Dann, ach ja, hast du gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil pff, voll okay. Da unten kannst du ja immer noch eine Werkstatt für dich oder keine Ahnung machen. Ich find's gut so. Also, ja, ich habe auch gegrübelt. Perfekt. Also, sehr schön. Gut, andere Teammitglieder hatten noch nicht. Bei Jazzgnome war da schon was? Nee, ne? Hat der nicht schon? Tiffy? Ja, bitte. Komm mal kurz her, bitte. Ja, an der Tür. So, dann können wir noch. Der Ammo hat aber, genau, das hatten wir zwar im Livestream auch schon mal gezeigt. Das steht mir hier alt, wenn du hier die Tafel anklickst. Mit der Funktion. Nicht eine Taste drücken davon. Schon gar nicht die letzte Funktion. Nee, ich will bloß wissen, was bei ihr jetzt gerade da steht. Konsole für Unterkunftssteuerung. E herstellen. Okay. Reparieren und abreißen. Genau. Kann ich alles wahrscheinlich wieder in abreißen. Wenn ich hinkicke, steht bei mir aktivieren. Das wäre natürlich jetzt cool, wenn man als Außenstehender das natürlich auch. Das dann ja. aus. Aktivieren wir halt mal gucken, was passiert. Ich will Lichtschalter. Ich weiß, hat es schon mal gesagt, ja. Kann ich auch verstehen. Gut. Ingrid, du hattest auch noch nicht, ne? Ich hatte noch nicht geschafft, ne. Ne. Das ist hellgrau, das klappt auch nicht. Aktivieren kannst du. Nichts passiert, oder? Nee. Wenn das richtig grau ist, dann ja. Aber wenn es hellgrau ist, dann klappt es überhaupt nicht. Hast du noch Lichtbudget? Ja, ja. Ich reiß mal heimlich irgendwo hin. Ihr dürft nicht verraten, ich reiß mal heimlich irgendwo hin und luscher mal. Die kleinen Neonbuchstaben, hast du die auch? Nee, nur die. Ah, sonst hätte ich gesagt, kannst du deinen Löwen schöne leuchtenden Augen verpassen? Ja, stimmt. Oh, stimmt. Ja, das ist eine coole Idee. Aber das können wir machen. Wenn du die nicht hast, können wir das machen. Die kannst du einlagern. Okay. Also so wie die weil Schreibtische, machen wir. Würde ja richtig geil aussehen, weil die haben so eine schöne Augenhülle. Da wird richtig schön drin passen. Jo. Ja, das stimmt. So, ich lusche mal. Bei einem Teammitglied. Ja, würde ich so sagen. Vielleicht kriegt man ja auch eine Lichterkette, diese Eiszapfen, so ein bisschen reingeglitscht. Du kannst mich gar nicht sehen. Dass du zwei Zähne hast, die leuchten. Das wäre natürlich cool. Genau geil. Das wäre cool, ja. Kann das auch anders machen. Eine Reise kann ich ja auch. Ja, was ich, Andrea, habe ich dir ja schon mal gesagt, was schon wieder... Das ist schon wieder so eine Gemütlichkeitsgeschichte hier gebastelt. Ja, ich weiß ja auch, dass das mir sehr gemütlich einrichtet. Also das wird dann das Camp von unserem Herrn Siebenstein werden. Mit Veranda. Ich hoffe, wir können uns dann als Fallout Legends dann da auch mal wieder richtig schön beim Grillen gütlich tun. Ach, das hier hinten? Hast du schon eingerichtet? Du Scheibe, ey. Naja. Jetzt soll ja nur optisch so rüberkommen, als wenn er scharfe Zähne hat. Gut, an der Wand hängt. Mal schon gesehen. Ich bin durch. Ach ja, du bist ganz durch? Ja.
Dann kannst du doch Glas mit einbauen, dass du immer so baust. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt heulen. Ich gehe jetzt flennend weglaufen. Warum? Warte mal. Jetzt. Ja, warte, jetzt. Eine Kugel auf Quincy, ja? Warum? Ja. Hier, guck ja, mal. Halt. Siebenschein, guck mal. Warum? Warum nur? Ist der bald weg rausgekommen. So. Das hat Siebenstein noch nicht abgeräumt hier. Ich brauche nur mehr viel Stahl im Moment. Ich brauche Holz, das ist wieder wichtiger. Ja, Holz, das glaube ich dir. Und Schrauben. Kann ich dir geben. Na, Schrauben ist nicht das Problem. Das kriegst du. Ich bin bei mir zu Hause, Ingrid. Ja, ich auch. Ach so. Wie viel Holz brauchst du? Was eventuell entbehren kannst, das weiß ich ja nicht. Ich hab 4.500. Um Gottes Willen. Naja. Ich glaube, die habe ich auch. 4.500 sollte ich auch haben, ja. Ja, hat doch jeder fast. Na, außer Siebenstein. Ja, genau, außer Siebenstein. Naja, muss ich jetzt mal so sagen. Doch, hat er. So, und Schrauben? Ja, sammelt aber nicht, doch kleine Siebenstein, ne? So, Schrauben sammle ich, ja sicher. Wie viele lose Schrauben? 3.434 habe ich. Mein Gott, was du entbehren kannst, sonst... Was brauchst du noch? Wer hüpft denn hier rum? Ach so, ja. Was brauchst du noch? Nur die beiden Sachen, sonst nichts. Okay. Wo du sein? Also, ja, lose Schrauben habe ich... Oh, Ingrid hat aber auch nicht Schrauben. Hier rum, Ingrid. Also, soll ich die an die Werkbank legen? Und Ultrazitschrott, was keiner braucht, habe ich 6.800. Wie vor dir? Ja, ich habe es gerade abgelegt. Wovon hast du 6.000? Ultrazitschrott, was macht man damit? Oder Titanschrott, habe ich 5.500 roundabout. Was macht man damit? Die Baggerrüstung, die habe ich, wenn ich die repariere, nehme ich immer die Kits. Das ist es wahrscheinlich, ne? Weil man das zum Reparieren braucht für die Rüstung. Ja. Und weil wir die meisten. Du kannst auch Ultrazit-Munition daraus machen. Was kannst du? Ultrazit-Munition. Ja, auch. Aus dem Schrott? Mhm. Ja. Ach so, deswegen, weil ich damit auch nicht schieße mit der Ultrazit-Munition. Genau. Alles klar. Ja, gut. So, wo geht's denn bei dir rein mit dem Bunker? Ich werde mal vorher die Aufnahme beenden. Was, hast du einen Bunker? Nein, ich habe keinen Bunker. Das meine ich nämlich. Also, dann bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends und euer Quincy. Tschüss. Tschüss.